Abschiedsspiel und es ist eigentlich sehr traurig, dass so eine Mannschaft, die eigentlich der längst dienende in der Regionalliga ist, eigentlich ausscheiden muss aus finanziellen Gründen. Ne? Aber leider Gottes reagiert nur das Geld. Ich kann meinem Vorredner nur beipflichten. Es ist eine super Mannschaft, es sind junge, gute Spieler. Waren eigentlich noch nie so eine Mannschaft, die so gut zusammengehalten hat. Früher hat es geheißen, es sind 3-4 Stars und was ist rausgekommen, hat man eh gesehen. Jetzt sind sie eine Mannschaft, wie man es so im Fußball braucht. Und leider Gottes fehlt halt die finanzielle Seite. So ist es. Sagt dein Ex-Obmann zur Situation? Ich freue mich. Ich freue mich auf die nächsten Davis gegen Ipswich, gegen Bülowberg und gegen, wen haben wir noch gesagt, Oponitz. Wenn wir mehr Zuschauer werden, haben wir im Stadion da in Werthofen. Dann haben wir endlich wieder mal Spiele, die aus Werthofen sind. Und auf das freue ich mich. Gibt es unter Umständen auch Vorteile, was die Zukunft betrifft? Wahrscheinlich, ja, für den Nachwuchs eventuell die Möglichkeit besteht, dass er sich besser integriert wieder in den Fußball in Werthofen. Ne? Ja, sicherlich auf der anderen Seite sehr traurig. Mit einem meinenden Auge, aber sicherlich auch mit einem lachenden Auge, weil wir wissen, es geht trotzdem weiter, auch wenn es die zweite Klasse sein wird. Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Das Vorteile hat. Na, man könnte zum Beispiel die Jugend wieder mehr integrieren, der Nachwuchsfußball könnte wieder näher zur Mannschaft rücken. Was sagst du? Ich glaube nicht. Ich kann mir es auch nicht vorstellen, dass das Vorteile bringt, wenn man jetzt die Jugend wieder mehr einschaltet. Im Endeffekt müssen auch in der zweiten Klasse Leistungen gebracht werden und das kann man allein mit der Jugend nicht machen. Vernommen, Sie sind wehmütig. Ja, natürlich sehr wehmütig, weil der FC Werthofen natürlich jetzt 18 Jahre in der Regionalliga gespielt hat und in den letzten 3-4 Jahren wirklich einen tollen Fußball geboten hat und wir sicherlich jetzt längere Zeit keinen so tollen, schönen Fußball sehen können. Hat das vielleicht sogar auch Vorteile? Es hat ja alles, jede Medaille hat zwei Seiten. Ja, da bin ich sogar sehr überzeugt davon, dass ein Neubeginn, eine Neustrukturierung vom Verein sicherlich ein Vorteil sein kann und auch sein wird müssen. Was sagen Sie aus Ihrer Sicht als Gemeindevertreter im Vorstand? Ja, sicher, ich hätte mir auch weiterhin gewünscht, dass der FC weiterhin in der Regionalliga spielen kann, aber leider, man muss auch die finanzielle Situation sehen in dieser Liga. Ohne Hauptsponsor ist es dort nicht möglich, einfach den Spielbetrieb zu finanzieren. Und es wäre unfair gegen die Spieler oder gegen alle Beteiligten, wenn man eben da weitermachen würde. Der Herr Finanzstadtrat steht neben uns und macht sich dünn. Ja. Hat das einen Grund? Ja, vielleicht hat er eine entsprechende Wartezeit, damit er dicker wird. Er kriegt nämlich Pommes frites. Und die dauern ein bisschen. Also das hat keinen direkten Connex jetzt zur Situation des FC Werthofen? Nein, es hat sicher nicht keinen Connex. Denn mich als treuer Besucher hier gefreut, dass der Werner, der Kramer Werner da ist. Ja. Und nicht das in der Halbzeit geht, das ist besonders wichtig. Das heißt also, Die Stadt macht sich nicht dünn? Die macht sich nicht dünn. Ich glaube, sie hat genug beigetragen und wir freuen uns alle auf einen Neuanfang. Einen positiven Aspekt gibt es zu dem schwärzesten Tag im Fußball von Werthofen sicher nicht, weil ein Neuanfang in der zweiten Klasse ist sicher nicht das, was gewünscht wird in Werthofen. Denn die zweite Klasse Ipsal ist für den Verein und auch für das AFW sicher nicht sehr förderlich. Ich glaube, wir hätten auch die Regionalliga schaffen können, wenn alle an einen Strang gezogen hätten. Die momentane Empfindung ist, wie beim Begräbnis. Das fühlt mich einfach schlecht. Ich kann aber für die Situation jetzt nichts tun. Hab bis jetzt nichts tun können. Hat man mehr erwartet. Das ist leider nicht.
Das heißt also, Sie haben auch noch nicht richtig nachgedacht, wie die Perspektiven generell ausschauen werden in den 5-6 Monaten. In die zukünftigen 6 Monate, na, kann man überhaupt nichts vorstellen. Weil ich glaube, dass da sehr viel Erde verbrannt worden ist gegen den Sport. Werden Sie dem Verein als Präsident erhalten bleiben? Ja, das ist eher unwahrscheinlich. Was ja. Ist das heute? Ein letzter Tango? Ein Abgesang? Nein, das glaube ich nicht. Das wird irgendwie weitergehen. Und wie wir herkommen, egal in welcher Klasse das gespielt wird, mir gefällt die Atmosphäre da und die Leute voll. Ich bin ja kein Fan, der sich genau auskennt beim Fußball, ob das abseits ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber wenn also da ein paar reinschreien, die ich kenne und sich aufregen, das gefällt mir. Aber was für Bands, was für Bands. The highway is for gamblers, you better use your.